Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stardew Valley zusammen mit Maximo Flocke und Katze. Hello. Und ich habe gerade, wir hatten übrigens heute einen Vierer gespannt. Flocke. Das ist ein ziemlich hässliches Möbelstück da oben. Also, ey. Moment. Das ist. Kannst nicht wegklicken. Der Winter steht vor der Tür. Wir sollten die Heizkörper und die Wärmedämmung nochmal überprüfen und die Ventile zudrehen. Wir müssen den Korb von Ventil zu. Linus finden, Flocke. Keine Angst, ich kümmere mich um alles. Wir müssen den Korb von Linus finden, Flocke. Wenn du dich mit meiner Tante anlegen willst, dann gib ihr Leben. Sie findet das Zeug furchtbar. Ah, okay. Was mag sie denn? So, wir sind heute unterwegs und gehen Brombeeren. Wir gehen zuallererst heute runter zur Stadt, denn unten in der Stadt sind die momentan Fangbehälter aufgestellt. Da gehen wir aber mit der Lore hin. Danach gehen wir in die Mine und versuchen nochmal den Lava-Aal zu fangen. Heute habe ich kein Glück, das heißt, ich kann... Oh, ich habe gar nicht geguckt, ob ich heute Glück habe. Meins. Wunderbar. Schnecke, Schnecke, Müll, Schnecke, Schnecke, Müll. Die tollen Preiselbeeren. Wenn du so mit Frauen redest, wundert mich gar nichts mehr. Was, Schnecke, Schnecke, Müll meinst du? Mhm. Nee, bei Frauen wäre das anders. Müll, Müll, Müll. Schnecke, Schnecke. Holy. That escalated. Nein, Alter. Headphone-User Rip, Leute. Vor allem beschweren sich die Leute bei mir immer. Gerade in den Flocke-Katze-Aufnahmen in Mage haben sich die Leute immer beschwert, dass unsere Lautstärkeverhältnisse sich während der Folge anscheinend 50 Mal ändern würden. Und ich fand das immer super lustig, dann im Nachhinein mit Absicht die Tonspur lauter und leiser zu machen. Was genau meinst du? Willst du mir etwa unterstellen, ich würde viel rumschreien? Nein! Maruam! Maruam! Maru ist arm. Hallo, Mr. Fischer. Ahoi, Bürschchen. Sieht nach einem angemessenen Wetter zum Fischen aus. Ahoi, Bürschchen. Oh, hat es die frische Brise hier unter das Nordsee. Museum auf? Ach. Alles um 8 oder 9? Nein, 9 auch, oder? Ja, das Museum macht um 8 auf. Wieso macht das schon um 8 auf? Weil ich um. Oh, Junge, 8 Uhr morgens, ab ins Museum. In der Museumsmann sagt es einfach. Oh Junge, ich hab so viel Spaß auf Museum. Ich warum macht schon auf? Ich wohne hier, meine Frau hat mich rausgeschmissen. Bitte, ich brauch Gesellschaft. Das wir wissen nicht, wer in der Hölle sind. 3 Uhr nach Shane irgendwann auch nochmal. Was hast du gerade kaputt gemacht? Was? Ich hab's gesehen. Oh ja, ist ich offen. Hab eine Sonnenblume gepflückt. Ich habe nur eine Sache, um was zu spenden, und zwar den Ring. Dum, dum, dum. Nautilus, neue Belohnung. So, was kriegen wir denn als Belohnung? Oh, die erste Milch. Oh, die zweite Milch. Ah, Sommervogelschau. Oh, Junge. Wie habt ihr denn schon den Waschbären bekommen? Hä, der Waschbär, wieso, was? Die Waschbärvogelschau, habe ich gerade bekommen. Ja. Die ist schon länger da. Ja, was war das nochmal? Hummer, also Lobster angezeigt. Und Milch, ne? Die haben mir was freigestellt, nachdem du das letzte Mal da warst. Willst du gerade eine Hummersuppe machen oder was willst du? Ja, das ist die super Fischsuppe. Pack das mal in den Kühlschrank. Ja, Hummer muss er mit seinen Dings da fangen. Ach so. Dann, jetzt brauchen wir noch Amaranth. So, das gibt Fischen plus 3 Menschen. Bedeutet, das müsst ihr jetzt hier hardcore die Lava-Aale angeln. Grünkohl haben wir auch angepflanzt. Denn wir müssen Geld sammeln, denn Maru macht einen Hausausbau und Flocke will sich scheiden lassen. Bist du nicht wo? Kriegen wir hin. Ich kann die Pflanzen sowieso nicht mehr auseinanderhalten hier. Ich auch nicht. Komm, das ist jetzt eine Max-Zeige, bedeutet im Endeffekt, das funktioniert jetzt. Lava-Aal. Es ist eine Cola geworden. Herzlichen Glückwunsch. Mr. Lava. Mr. Rowe. Ich habe jetzt übrigens einen Drucker. Die Frage ist, ob Robin jetzt verarscht. Wer verarscht wen? Robin, die ist nicht am Arbeiten. Wenn ich verheiratet bin, darf ich jemandem einen Blumenstrauß schenken oder kriege ich dann Ärger? Probier's aus. Du darfst nicht erwischt werden. Aber Shane ist doch sowieso die ganze Zeit bei uns. Aber ich glaube, du darfst. Das Ding ist es, ich glaube, sobald du verheiratet bist, darfst du das. Kannst du es nicht mehr machen? Darfst du das eine wahrscheinlich nicht kaufen. Kann das kaufen. Hallo Sam. Willst du eine Pizza? Nein, ich will die Pizza nicht essen. Okay. Soll ich es versuchen? Why not? Versuch es einfach mal. Wir also ich bin für Shane loswerden. Warum wollt ihr... Nein. Weil Shane sich so anhört wie Payne. Es ist nicht auf...
Nein, weil das ist voll wie ein Arschloch, ey. Das ist Items erstmal krepiert. Das war jemand anders. Ich war gerade komplett fassungslos. Das war ich? Oh, Entschuldigung. Musst du aber jetzt, wo du sagst, Shane und Pain hören sich wirklich ähnlich an. Maru, kannst du noch die Bomben bauen? Wieso? Ich frag für einen Freund. Alkoholiker. Ja, kann ich. Cool, bau mal ein paar Bomben. Bau mal ein paar Bomben. Ich hab da... Ich hab auch Giftpilze. Das sind so Dinge, die wir eigentlich nicht sagen dürfen, weil wir auf jeden Fall jetzt vom BND beobachtet und abgelauscht werden. Oh, das ist doch gut. Endlich hört mir mal jemand beim Telefonieren zu. Mein anderes Ende macht das nicht. Versuch's jetzt mit dem Blumenstrauß. Aufgepasst? Okay. Flocke. Flocke geht auf Polygamie. Juhu. Oh mein Gott, Flocke. Ja, ein Glück ließ Schelch den Buschfunk. Pass auf. Den Buschfunk. Pass auf, du willst es ernster angehen? Geht mir genauso. Holy shit. Flocke? Flocke? Also, ich habe das Gefühl, du führst unserem... Ich glaube, du führst unserem Familienlamen nicht besonders gute Eigenschaften zu. Wir sind auch verwandt, habt ihr gemeint, oder? Aber Alex, da steht immer noch ledig, da steht nicht fester Freund. Oh. Ups. Ist jetzt fehlerhaft, jetzt ist der mit Shane zusammen. Ist er nur ein Fehler Freund. In der Matrix. Jetzt morgen steht auf einmal Maru auf und dann steht da Shane vor der Tür und sagt, hey, ich hab die Kühner gefüttert. Ist Maru auf einmal mit dem. Kann Maru eigentlich mit Maru zusammenkommen? Ja, bin ich doch schon. Aber hast du nicht einen weiblichen Charakter genommen? Egal. Ja, und? Ach, das geht in Stardew Valley. Boah, was bist du denn für ein... Ich hab hallo, das gerade... Wir haben mal vor einiger Zeit gesagt, dass es nicht gehen würde, wo ich hallo, das hallo, wir sind in der Hölle hier, Items. Wir sind für immer gezwungen, in dieser Ebene zu leben. Ja, da gibt's... Nicht verlassen. Ganz ehrlich, wir werden niemals altern, wir können auch in 1000 Jahren, sind alle gleich alt. Vor allem dieses komisch, die komischen Kinder, die werden auch nicht älter. Die stimmt. Wachsen deine Kinder irgendwann auch? Nein. Nein, deine Kinder bleiben auch in Babyschule. Deine Kinder bleiben leider in dem Alter, wo sie nicht arbeiten dürfen. Also sind sie die gesamte Zeit über sehr unnütz. Ja. Kann man die an die Kuh binden? Du kannst sie an einen Storch binden und wegschicken. Echt? Ja. Nein. Finde ich gut. Doch. Was ist eine Mod? Ich glaube, das ist eine Mod, wo du Kinder mit dem Storch. Glaub nicht, dass du deine Kinder einfach wieder wegschicken kannst. Bei der Hexe kannst du das machen. Da gibt es einen Altar dafür. Ich kann sein, dass das ach, du kannst deine Kinder einfach einen Altar öpfern. An den Storch. Ich stelle mir, das mal so vor. Kevin, wenn du böse bist, kommst du zum Storch. Ich werde immer, du kannst deine Kinder nicht stoppen. Wir opfern die Kinder dem Zauberer. Was ist denn jetzt der große nächste Ausbauschritt, den wir hier vorhaben auf der Farm? Häuser, ja, ne? Mehr Tiere. Scheidung. Was? Der Ausbauschritt, Scheidung. Ich nenne es einen Rückschritt. Flocke nennt es Ausbau. Flocke braucht ein größeres Haus. Sie hatte zwei Beziehungen. Kann einer von euch ausbauen und aushelfen? So. Ich nehme Shane zu mir, wenn ich ihn einsperren darf. Nimm ihn. Was habt ihr alle gegen Shane? Nichts Effektives. Ich habe eh so mit ihm geredet, hat er mich beleidigt, ja. Also. Ja und? Clint beleidigt mag meinen Müll nicht. Den will aber keiner von euch rummachen. Shane, wieso kommst du aus dem Wald? Was hast du gemacht? What? Er hat mit seinem Holz gespielt. Er hat den Troll besucht, Mani. Hagrid. Eine Pflanze. Ich bin eine Topfpflanze. Warum zählt denn eine fucking Schnecke als Fisch? Also Lol, weil es eine Seeschnecke ist, ja. Aber mal ganz kurz, die Sachen wie Strandschnecke, also Strandschnecke ebenfalls, ja, die zählen alle als Fisch. Zählen nicht als Sammelobjekte. Wo ist eigentlich der Bärenkorb von Linus? Die Scheidung kostet 50.000. 50 sogar, oh. Da lohnt sich's eher, Flock, ich gebe dir nachher ein bisschen Müll. Du machst die Herzen runter. Weiß nicht, ob das funktioniert. Ich bin mir sicher, dass es funktioniert. Müll ist immer die Lösung. Wir brauchen halt eine Million, damit wir uns dieses Geschenkeautomat kaufen. Ach, deswegen lebst du im Müll. Hm. Aber wo genau, wo ist der Pietikopf von Linus? Der was? Der Pietikopf? Der Kopf, was? Ja, der möchte seine Bären sammeln gehen und wir müssen ihn in den Korb geben, bevor er im Herbst vorbei ist. Der Erfolg klicken. Aber was hast du denn gerade gesagt? Picknickkorb. Ach, Picknickkorb. Picknickkorb. Tipico. Der kleine Bruder von Pinocchio. Picknicko. Ja, ich fände es sehr gut, wenn wir den mal besorgen könnten, weil ich mag Linus. Linus mag keiner. Doch. Linus ist ein Shane auch nicht, nur du. Shane.
Shane. Kann der Maxi Shane heiraten? Ja. Nein, ich möchte lieber Abigail, weil die spielt toll Flöte. Und kann mit dem Joystick umgehen. Ja, aber die schmeißt, die schmeißt sich aber manchmal vor den Bus. Ja, aber nur manchmal. Nur bei dir. Weißt du, wenigstens tut die was, anstatt nur davon zu reden. Das macht Shane, redet ja nur davon. Ich finde das super, wenn man zusammen Partner. Und da sind geht, die 12 Herzchen, okay. Ja, ich bin jetzt zu Penny gegangen, hab ihr mein Smartphone gezeigt und sie dachte, danke, ich stehe total auf sowas. Jetzt lieg ich mit ihrem Bett. Was, du liegst mit ihrem Bett? Ja, und was? Dafür habe ich mit Mao voll die süße Beziehung, ja. Ich hab dir ein Kompliment gemacht, der hat mir auf die Wange geküsst. Das nennt man nicht süß, das nennt man langweilig. Das, was ich mache, das ist spannend. Nennt man verklemmt. Aber gut, ganz ehrlich, bei Marus Vater würde ich aber auch den Schritt langsam angehen. Das ist das Dorfmädchen. Wow, da ist auf einmal Hund gespawnt. Wie machst du das? Und plötzlich ist er da. Aus dem Nichts. Wie fühlt in a world far away. Hey. Steht was Interessantes drin. Stand. Ich hab immer noch den Kuchen. Geil. Kuchen. Das bist du. Verblüffende Ähnlichkeit. Du bist auf jeden Fall kein verstehen. Kuchen. Für die Verähnlichkeit schon gegeben, so? Findest du nicht? Willst du einfach sagen, dass da jemand aussieht wie ein Kuchen? Warum bist du denn zu Hause ungefähr? Soll ich jetzt zurückgehen? Na, die anderen liegen schon so gut wie alle im Bett. Ja, nur Shane nicht. Ich mach noch einmal Pilz eben, dann komme ich zurück. Hallo. Ich mach noch einmal Pilz. Okay. Hallo. Tschüss. Tschüss. Hey Shane, möchtest du Samen? Ich mag das nicht wirklich. Wenigstens hast du einen kompletten Satz ausformuliert, du Mongo. Was? Tschüss. Können Sie mal aufhören, solche Worte zu benutzen? Ich glaube, Maxi möchte wirklich meine Ehe gerne haben. Kann man Ehen übertragen? Will ich deine Ehe haben? Frage sie überhaupt, kann Maxi überhaupt heiraten? Maxi hat das fehlverstanden. Er dachte, habe die Ehe, gehört anders. Habe die Ehe. So, 3 von 4. Wo ist mein Trinken? Hier. Da ist es, gefunden. Meins. Au. Was, hatte ich immer noch keinen Mini-Kühlschrank im Zimmer stehen? Was? Ja. Du meinst... In meiner Wohnung in Stardew Valley? Nee, bei dir. In deiner richtigen Wohnung. Neben dem Schreibtisch. Die Küche ist 1 Meter weg. Achso. Ich hab ja keinen Platz für einen Mini-Kühlschrank. Der ist so groß. Tut mir leid, Harry Potter. Klopf mal an der Treppe. Vielleicht lässt er dich rein. Leicht. Warten wir schon wieder nur auf Mauer. Hagrid bringt den jungen Herrn Potter her. Meinen Sie diesen hässlichen, bärtigen, stinkenden? Sie haben Fett vergessen. Ich bin keine Eule. Doch. War es das eigentlich schon? War es noch lange nicht. Es war die Hälfte der Folge, Mauer. Wir hören wieder nur auf dich. Ja, warte doch mal, ich muss Flockes Zeitung finanzieren. Ach, warte doch mal. Wir hätten jetzt nicht gewartet. Ist nicht so, als müssten wir auf dich warten. Sei ich sicher, dass Robin dein Haus ausbaut? Ich hab's auf jeden Fall bezahlt. Ich meine, wir haben echt viel Geld. Also, das kann eigentlich nicht sein, weil doch, haben wir echt so viel Geld gemacht in den letzten paar Tagen? Guck mal jetzt auf das so Geld. Guck auf das Sammeln. Guck auf den Erfolg. Yeah. Sammeln, Gewürzbeere. Was gibt denn da das meiste? Roter Pilz. Oh ja, das gibt wirklich eine Menge Kohle. Oh, ein Anker. Oder 12 heute. Es muss nur noch regnen. Wenn es jetzt regnet, habe ich dann Fisch. Habe ich die Fischerei endlich wieder weiter. Es regnet nicht. Um mit Geräusch zu urteilen, ist hier kein Niederschlag vorhanden heute. Ohne Küche, yay! Wetterbericht bei Koso 5, dein Lebensstil für Wetter. Oh, sehr glücklich. Jetzt sind wir Wetter für morgen. Es wird wölkig mit Windböen den ganzen Tag. Da reden wir alle auf einmal, dann können wir gar nichts mehr hören. Wenn jemand von euch möchte, 112 heute. Wie, 112? Ja, da gibt's Kritze. Heute sind die Geister gut gesonnen, ich muss in die Mine. Ja, ich muss gesonnen. Also wenn jemand nichts tut, 112, weil ich muss heute in die Dings darüber, in die Skycaver. Hallo Katrin Latze, in einer Woche halten wir das Stern, mir egal.
Ihr kümmert euch darum. Was hast du gerade gesammelt? Artischocken. Ach, Artischocken sind das. Ja. Die Artischocken. Die kann man Artischocken. Unten ist noch Platz. Einer von euch müsste unten am Strand die Körbe entleeren und mitbringen. Aha. Und ja, neu befüllen. Und neu befüllen, natürlich. Mit Köder, die muss er erst kaufen. Ich habe meinen komplett dabei. In einer Woche halten wir das Sternentautaler. Sternentautaler. Ja, wo ist der Bärenkorb? Weißt du einer von euch? Ich muss das googeln. Aha, veranstaltet es. Der Bärenkorb? Einen Hof. Bärenkorb. Bring einfach Linus. 9 Gegenstände mit, die am du besten musst es googeln, deine Talente widerspiegeln. Okay. 9 Gegenstände, die meine Talente widerspiegeln? Ja, ja, ja. Wo kriege ich denn 9 verstehende Fische her? Wie jeder immer ein Gold, fucking YouTube-Video bei jedem Tutorial draußen was? Macht. Und was? Der Bärenkorb ist Ding vom Bus. Goldene Sachen und so. Ich habe jemanden pinkeln gehört. Wer hat hier gepinkelt? Entschuldigung. Was glaubst du denn, warum? Was glaubst du denn, warum wir die ganze Zeit goldene Sachen ernten? Yeah. Wegen deinem scheiß Dünger. Jeden Morgen. Dieses Geräusch. Also, ja, geht dann jemand von euch in die Mine? Ich bin in der welche, Mine. Die normale? Ja, genau, die normale Mine 112. Ich habe keine Pickaxe. Brauchst du ja nicht, musst du nur Pilze sammeln. Muss aber irgendwie von Ebene 110 zu 112 kommen. Das war richtig, du musst auch angeln. Ja, ich gehe in die Mine. Ja, ich würde gerne auch diesen Lava-Aal hier angeln, aber der beißt jetzt wieder 90% der Fälle gar nicht erst an. Und wenn er anbeißt, ist er sofort weg. Ja, das ist halt nicht selten. Ich meine, hast du mal den Preis gesehen, was der kostet? Natürlich, ich habe vorhin problemlos 4 Stück davon geholt, ohne dass ich geboostet wurde. Da hast du einen guten Tag gehabt. Ja, ich habe gerade einen super Tag und habe noch Fische plus 3. Ab heute sind die Büsche besetzt. Ne, könnt die Büsche einsammeln. Die waren schon gestern besetzt. Ach so? Okay. Ja, ja. Ich habe auf jeden Fall schon gestern ein paar geschüttelt. Ich kann auch einen Tote für den Strand auf 112, hier sind Pilze. Items, gehst du noch auf zum Strand? Nee, ne? Ich gehe, sobald ich hier wieder ein paar Lavafische ein bisschen Geld verdient habe, gehe ich nur noch zum Strand. Ich kann ein Totem bauen, das nicht zum Strand teleportiert, glaube ich, irgendwo. Ja, ist richtig. Ein Hartholz, 2 Korallen und 10 Fasern. Ah, das wird verbraucht bei Benutzung. Okay, aber ich kann es für dich bauen, wenn du es möchtest. Davon habe ich ja noch. Wie ist das jetzt? Ist das nur diese Ebene hier, oder? Immer 112. Du gehst immer 112, gehst wieder raus, wieder 112, also gehst wieder raus. Kannst auch schon den Sammelskill hochpushen. Ach, wenn er jetzt wieder raus und wieder reingeht, ist es wieder da, oder was? Ja. Oh, Items. Was denn? Hier sind ein paar Sachen in deinen Krabbenreusen. Ja. Die musst du danach dann noch mit Köder wieder befüllen. Sonst ist hier gerade irgendwas explodiert. Komplett raus aus der Mine oder nur aus der Ebene? Die musst du auch wieder hochgehen und wieder runter. Okay. Das macht halt direkt Kaching. Was war das gerade? Ich bin gerade völlig verwirrt. Wir hatten hier gerade fast wie ein. Also kein Knall, aber kennt ihr das, wenn ihr in der Nähe von einem Überschallflugzeug steht? Ja. E-Zündung oder was? Nee, das Problem ist, es war nicht das Bumm, es war wirklich nur der Luftdruck davon, also wirklich nur das Ding. Und theoretisch dürfte hier in der Gegend kein Flugzeug so schnell beschleunigen. Direkt der Flughafen, da geht ja keiner in Überschall direkt über den Flughafen. Vielleicht aus Versehen, das passiert doch manchmal auch. Aus Versehen Überschall? Doch, das passiert doch öfter mal. Was heißt öfter? Es kann doch passieren, dass Flugzeuge in Überschall geraten, oder nicht? Und Luftschwingung, ja, das ist sozusagen der Gegenwind. Ja, aber das beim Starten kannst du nicht so schnell werden mit einer Passagierfamilie, Maschine. Passagierfamilie. Entschuldigung. Passagierfamilie hat mir den Rest gegeben. Ja, ich hab's mitbekommen. So. Warum hast du das in Gefahr? Ach, wegen dem Totem. Jetzt weiß ich es ja. Totem? Okay, ich krieg hier keinen Lava-Aal. Ich glaube, ich versuche auch das mit dem Pilzen. Kann nur einer machen, also ihr habt die gleiche Ebene. Achso. Dann gehe ich gleich runter zum Strand.
Wenn jetzt kein Lava-Aal kommt, gehe ich zum Strand. Okay, ich gehe zum Strand. Gefühlt finde ich aber nicht mal annähernd so viel wie du, glaube ich. Es kann sein, dass ich, wenn ich einen hohen Angelskill, ich kriege ja doppelt so viele raus, wenn ich, wenn ich mit meinen hohen Skills sammeln. Aber dadurch kannst du ja Damage-Skill auf 5 pushen, das ist auch Chris. Das ist natürlich auch. Lohnt sich ja auch für unsere Farm, dann, wenn wir die, die Random-Saaten da anpflanzen. Ich glaube, Holz werden wir nicht verkaufen. Hast du schon wieder befüllt, Flocke? Ja, ja. Bali ist befüllt. Was denn? Bali ist befüllt? Bali. So, ich gebe ein bisschen Geld aus. Mach das. Und pleite. Na super. Goddammit, Items. Das war's mit der Scheidung, Flocke. Na toll. Eine Scheidung für dich. Moment. Das Schweigen der Lämmer. So. Ich habe eine Menge Geld ausgegeben. Wir haben alle den Atem angehalten, dem einen das Geld ausgegeben hat. Aus Angst, wie viel wir am Ende übrig haben werden. Ich habe mich zurückgehalten, aber ich glaube, das sollte sich wieder reinholen, theoretisch. Ab morgen. Einfach Köder oder was gekauft? Ich habe Köder und Schwimmer gekauft, verschiedene Schwimmer. Alles klar. Einfach damit die Beißrate erhöht ist. Weil ich habe jetzt die ganze Zeit, die letzten 3 Tage habe ich ja nur in der Höhle versucht und es hat nie einen Lavafisch angebissen. Dieser eine Tag, wo ganz speziell, wo ich so viel rausgekriegt habe. Ich krieg jetzt eine Seegurke. Der erste Tag am Meer und ich krieg eine Seegurke. Lul. Eine gelbe. Super Seegurke. Nein, das ist eine gelbe, keine lila, ne? Also normale. Nee, ist ein Legendary Kappa. Weil das gelb ist. Essen. Kappa, sagt der. Omega Lul. Jetzt fang nicht du so an, ey. Ah, ja, ja. Kappa ist eingedeutscht für mich, aber Omega Lul ist ja so der absolute. Du sagst Omega, Lull. Oh, schön. Guck mal, da ist Chloroform und eine Stahltruhe. Okay. Bleib da drin. Omega, Lull disqualifiziert dich ja von jeglicher Konversation in deinem Leben. Es ist schön. Genauso siehst du wie. Auch sind die gleichen Leute. Also, ich kann es verstehen, wenn man damit twittert. Und so Zeug. Monka ist. Ja, sowas, aber dieses Monka ist und Omega Lull und was auch immer. Ich kenne die ganzen Sachen gar nicht. Ja, oder ja, wir haben ja so, wir kennen ja ein paar Spezialisten in der Hinsicht. Aber dieses, wenn die mir sowas an den Kopf hauen, dann denke ich mir jedes Mal so, musst du jetzt Türkisch mit mir reden? Weißt du? Warum braucht er jetzt ein Bild, um das zu malen, was er gerade sagt? Weil was anderes ist ja ein Emoji nicht. Ich kann doch hören, was er sagt. Ja, aber nein, normalerweise ist es ja Expression, also dein Gesichtsausdruck normalerweise ist ja auch ein bisschen darstellen auch. Also es ist so eine Mischung zwischen das, was ich eigentlich meine und was mein Gesicht aussagen würde jetzt gerade. Ja, aber hier zu sagen, haha, haha, Forsen, lol, haha, haha, dann würde ich es verstehen. Aber wenn das Ganze auch noch währenddessen mit einem absoluten Overact passieren würde, oder passiert, wie es bei vielen Leuten der Fall ist, wo du wirklich das Gefühl hast, dass die schon fast hysterisch schlecht geschauspielert lachen, also wirklich The Room Style, dann verstehe ich es nicht mehr. The roof, the roof, the roof, the roof is on fire. Will nen Schatz haben, nen anderen außer Maru. Maru is love, Maru is life. Das ist gelungen. Maru hat ein Knife. Alles klar. Ich hab ein M9 Bayonetta. Stell es mal so vor rein. So, Shane kommt rein. Ich hab ein Butterfly Knife. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Dass du so ein Special Event hast, wo Pain auf einmal von der Yakuza so angegriffen wird, weil er nicht bezahlt hat. Hast du gerade Pain gesagt? Pain hab ich gesagt. Pain vielleicht gehört. Wir sollten wirklich die Scheidung durchziehen, Leute. Ich hab das Gefühl, ja. Wir, wie gut, gut, du gut. Ihr müsst halt Geld machen. Wir müssen Geld machen. Leute, wir sind ein scheiß Bauernhof. Bei uns juckt es doch keiner, ob wir chemischen Dünger kaufen. Können wir nicht einfach Geldscheine drucken? Wo sind eigentlich unsere EU-Förderungen, die wir kriegen, weil wir irgendwelche Länder brach liegen lassen?
Nur meinst du wegen der Dreifelderwirtschaft? Nein. Ja, da auch dafür, ja. Aber ich. Nein, tatsächlich weiß ich zum Beispiel, haben wir damals richtig schön im Unterricht durchgenommen. Viele Bauern in Spanien haben eine Zeit lang Wein angepflanzt in den blödesten Regionen, wo sie vielleicht im Jahr 2 Kilo bis 20 Kilo Weintrauben ernten können. Im Jahr. Okay. Und haben dafür aber pro Quadratmeter genauso viel Geld bekommen, wie die Bauern, die dieses Wein in den Weinregionen angepflanzt haben. Was halt total bescheuert ist. What the fuck? Ich werd Bauer, Alter. Ja. Du hast hier versteckt, ey. Wo darfst du kurz kommen, ey? Was machst du? Jagst du gerade Maru? Maru? Böse Schleimer. Achso, ich dachte, du jagst deine Freundin. Ganz so extrem ist die Beziehung noch nicht geworden. Hast du mal mit ihrem Vater geredet? Mit Marus Vater? Ja, mit Demetrios. Die Schleimer wird mich eh verarscht. Was? Ja, es ist kein Schleimer da, weil die Dings nicht ist. Achso, ich dachte, du redest von Maru. Ah. Hat mich eh verarscht. Hallo, wir sind beides Frau, wir teilen uns ihre Erfindung, ja? Oh. Es hat sie mir selber gesagt, dass sie irgendwie ihr Gerät, dass sie immer ihr Gerät ausprobieren kann in ihrem Wohnzimmer. Ja, das ist ja nice. Freue mich für sie, Kappa. Und damit haben wir wieder das Kappa. Und auch langsam aber sicher das Ende der Folge erreicht. Und das Ende meiner Nerven. wir warten aber noch ein bisschen, denn es ist erst 23 Uhr und wir haben hier definitiv noch eine Schatztruhe zu holen. Bei einem Fisch, der wahrscheinlich mit Adalin gelähmt wurde. Es ist ein Karpfen. Was ist denn mit Karpfen los? Soll ich Haselnüsse aufheben oder soll ich die verkaufen? Soll ich Hass? Da lassen wir es stehen. Verkauf. Ich schmeiß ja hier rein. Morgen wird ein krasser Fischi-Tag. Den seht ihr aber bei Flocke, Leute. Ein krasser Fischi-Tag. Und vielleicht kriegen wir morgen, wenn es regnen sollte, das Bundle zusammen. Aber es stand da drin, dass morgen bewölkt sein würde. Meine Medizin, es ist ein Fischi-Tag. Bewölkt sein soll und windig. Das kann alles bedeuten. So, die Fischis tun wir noch rein und dann gehen wir langsam aber sicher in die Haie. Haie. Nein. Wow, ich habe das Treibholz wieder zurückverkauft. What the fuck? Fand das Geräusch gut? Finde ich nice. Ich gehe jetzt schlafen, Leute. Zeitpunkte, wo ich mich wirklich frage, wir gucken noch, was wir kriegen. Gehen wir Haie, Menschen? Was ist eigentlich mit Katzen los? Was ist eigentlich mit Katzen los? Mit Katzen los. Was gehen wir Haie? Ich will Haie. Wir schlafen doch schon. Nein, Maru noch nicht. Oh, das ist ein Bombenbauen für Shane. Oh. Aber jetzt ist mein Bett wieder weg. Ich muss früher zurücklaufen diesmal. No. Das war ja laufen zu meinem Bett. Dein Bett ist weg? Weiter weg. Ach, sein Hausausbau ist fertig. Leute. Okay. Was haben wir geschafft heute? Nix mehr, ne? Nix mehr. Bei Stufe 2. Ja, guck mal, sammeln. 2000. Und Lebenselixier. Sammeln hat gut reingepfeffert. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dankeschön, dass ihr mit zugeschaut habt. Ja, schaut bei den anderen vorbei, ist unten verlinkt. Wir sehen uns, macht's gut und bis dahin erstmal ciao. Dann geht's zur Scheidung.